Liebe Gemeinde, ich möchte, dass wir mit Gebet beginnen. Herr Jesus, du hast unser Leben so radikal verändert, dass wir nichts anderes können, als dich anbeten, dir Raum geben, dass du als Herr uns ansprichst und uns leitest. Segne jetzt unsere Zeit, als wir gemeinsam dein Wort betrachten. Wir öffnen unsere Ohren und Herzen und möchten, dass du reichlich in uns wohnst. So segne diese Zeit, sei mit uns zusammen, in deinem Namen. Amen. Heute werden wir unsere Basic Series, insgesamt 23 in diesen Reihen, werden wir beenden. Heute haben wir dann die letzte Runde und Finale. So quasi ein Sportmotiv, denn wir verstehen, dass zumindest die Männer, die Sport folgen, wissen, dass es dann immer etappenweise dann geht und dann kommt es irgendwann zu einem Vorrunde, letzte Vorrunde und dann geht es direkt dann zum Finale. Wir haben dann jetzt in den letzten paar Wochen haben wir versucht, die Endzeit zu betrachten. Der Grund warum ist, weil wir das überliefert bekommen haben, apostolisches Glaubensbekenntnis betont das sehr stark. Ich möchte es noch in einer sehr gekürzten Form dann betrachten, sodass wir sehen, wie wichtig dieser Aspekt war seit Urgemeinde an. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und hier haben wir dann diese Betonung, dass er wird wiederkommen. Und dann geht es weiter in der gekürzten Form. Ich glaube an den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So, die Apostel haben gesagt, das gehört zu Basics von dem, was wir betonen sollten. Paulus hat gesagt, er hat in Thessaloniki, hat er dann ihnen schon das erwähnt und wir möchten das nicht versäumen, hier unter uns zu betonen. Vielleicht beginne ich auch dann mit dieser, was für mich eine Überraschung war, es ist jetzt viele Jahre her, als ich dann bei einer Predigt betont, dass es ein Leben nach unserem irdischen Leben gibt. Und das wird mit einem verherrlichten Leib sein und es wird anders sein, aber es wird noch kompletter und noch gesegneter als jetzt. Eine Frau kam am Ende vom Gottesdienst, kam mit Tränen in den Augen zu und sagte, ist das wirklich wahr? Ja, das ist, was die Bibel uns sagt. Ich verstehe aber nicht so ganz. Sagte, ja, ich habe das nicht so ganz kapiert. Ja, aber warum bist du dann Christ geworden? Sagte, ich habe das angenommen, was Jesus für mich macht. Und ich wollte ihm folgen, der hat mein Leben jetzt bereichert. Aber zu denken, dass es noch mehr gibt, war für mich ein Aspekt, was ich wirklich nicht so komplett verstanden hatte. So, es kann sein, dass ein oder andere dann wirklich nicht weiß, erstens, dass es weitergeht oder zweitens, wie das weitergeht. Und das ist, was wir heute betonen möchten. Wir haben nämlich in den letzten zwei Wochen haben wir dann die Entrückung, haben wir betont, dass Jesus kommt für seine Braut und dann wird es dann 7 Jahre auf Erde geben, geteilt auf 3,5 Jahre komplett wirtschaftliche Wunder, ziemlich Weltfrieden. Und dann wird einer kommen, der eine Weltmacht hat und wird wirklich zum Versuchung und Verführung kommen. Und er wird auch dann wahre Gläubige wird er verfolgen. Und dann 3,5 Jahre wird es dann Trouble auf Erde geben, diese Trübsal. Und am Ende wird Jesus nochmal kommen, diesmal mit seiner Braut, nämlich Gläubigen, die Gemeinde, wie es in Schriften betont wird. Er kommt mit seinen Heiligen auf Erde und diesmal wird er jetzt dann, dieser Antichrist, der falsche Propheten, wird er dann
beseitigen. Und jetzt sind wir an diesem Punkt angelangt. Wie geht es danach weiter? Was geschieht? Zumindest laut Bibel. Und das ist, wo wir heute dann das fortsetzen werden. Wir sind eigentlich in zwei Kapitel am Ende von deiner Bibel. Offenbarung Kapitel 20 und 21. Wir werden auch dann nur einige Versen aus Kapitel 22, nur um das ruhen zu machen, zu beenden. So, indem dass wir sehr viele Schriften heute zu betrachten haben, möchte ich beginnen in Vers 1 von Offenbarung 20. Und Johannes schreibt folgende Worte: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. So, am Ende von diesem Trübsal, nächster Schritt, was wir sehen, ist, dass es kommt zu einem Zeitblock, was er nennt aus 1000 Jahre. Diesen 1000 Jahre ist dann überliefert worden aus Miller. Und zwar diejenigen, die reisen, besonders nach Italien, werden wissen, dass die Dankeschön heißt Grazie Mille. Tausend Dank. Mille ist ein Begriff dann für, aus dem Lateinischen, dann für dieser Tausend Begriff, was benutzt wird. Und zwar, das wurde benutzt auch dann von den Soldaten. Soldaten müssen marschieren von Punkt A zu Punkt B. Und dieser 1000 Schritte mit der rechten Fuß. Die Zyklus dann, die Entfernung, wurde aus Mille. 1000 rechte Fußschritte. Und das gibt uns dann diese Entfernung von Mille. Das bedeutet für sie in ihrer trainierten Form. Deswegen hat er aus dem Englischen ein Mile, diese Entfernung. Und das ist unser Begriff, was wir haben. Und dieser Begriff wird von Theologen benutzt als Millennium. Millennium heißt dann tausendjähriges Reich hier auf Erde. Im Alten Testament war das gang und gäbe. Die haben von Jesaja, weide in Propheten, haben sie gesagt, es gibt eine Zeit, wo der Herr kommen wird und es wird ein Segen und friedliche Zeit sein, wo Lahm und Löwe sich gesellen können und es ist nicht eine Gefahr für den Lahm. Es wird anders sein. Die haben immer davon gesprochen, dass wenn der Messias kommt, es wird anders sein. Aber im Alten Testament haben sie nie gesagt, wie lang dieses Reich ist. Zuerst in Offenbarung 20 wird es aus 1000 dargestellt. Aber dieser Begriff und Gedanke überhaupt, dass etwas kommt am Ende der Zeit, wenn der Messias da ist, wird jetzt in Offenbarung für uns ausgepackt. Vielleicht auch um fair zu sein, es gibt anderen, die auch meinen, das ist alles symbolisch und das gibt es nicht. Solche Personen werden mit einem A dran gehängt, Amillennium, das heißt kein tausendjähriges Reich. Oder sie sagen, es ist schon geschehen, das ist symbolisch zu betrachten und das ist anders zu bewerten. Ich gehöre zu der Gruppe, die sagt, dieses tausendjähriges Reich kommt, Verzeihung, die einfach dann die Bibel so wörtlich in dem verständlichen Sinn nimmt. Gleichzeitig, die anderen sind Geschwister, weil dies nicht unbedingt heilsnotwendig ist. Hier ist etwas, was die Gemeinde Hoffnung gegeben hat. Die haben immer dann auf die Wiederkunft des Herrn dann gewartet und das ist die Betonung. Auf jeden Fall, wir gehen durch Offenbarung 20 und dann vielleicht wird das dann ein oder anderen motivieren, selber zu forschen, zu vertiefen und drin nachzulesen. Das ist ein Vorteil. So, hier ist das, dass in dieser Zeit wird Satan gebunden und er wird beseitigt. Stell dir das vor, dass dieser Gegner Gott wird aus dem Weg und wird nicht versuchen, alles zu zerstören, demolieren, entzweien, kaputt zu machen. Das ist eigentlich die Betonung, diese jetzt tausendjähriges Reich beginnt mit einer ganz anderen
Vorstellung, wie wir es jetzt haben würden. Aber dann geht es weiter in Vers 3. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. So er sagt, am Anfang wird er weggesperrt. Stell dir vor, eine Existenz ohne äußerliche Versuchung und Verführung. Du wirst nicht angeleitet und motiviert mit anderen und Gruppenzwang gesetzt, irgendetwas Verkehrtes dann zu machen. Und dann am Ende wird er wieder losgelassen werden und wir werden sehen, was das bedeutet und heißen, welche Folgen das hat, als wir dann weitergehen. So auf jeden Fall zurück zur Versuchung. Ich würde fast wetten, dass jedes Mal, wo du in eine gewisse Muster eingekommen bist, das erste oder zweite Mal, wo das erlebt wurde, war es wahrscheinlich mit Freunden. Es war mit irgendjemand, der das gesagt hat, hey, das sollten wir machen. Das macht Spaß, das wäre gut. Selten kommt man auf neue Ideen, etwas Verkehrtes zu machen. Und ohne Versuchung, wenn er weg ist, dann stolpern wir nicht ganz so viel, ist die Betonung. In Vers 4 geht er weiter und Johannes sagt, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf ihr Stirn noch auf ihr Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. So er geht zurück zu diesen Trübsalzeit. Diejenigen, die dort den Antichristen nicht angenommen hatten, sind gläubig geworden, folgen Jesus, werden jetzt besondere Stellen bekommen, dann in dem 1000-jährigen Reich. Weil sie aus treu erfunden wurden, werden die auch dementsprechend mit Verantwortung versehen. Vers 5 führt das fort. Und die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Diejenigen, die im Trübsal gestorben sind, werden nochmal in zwei Gruben geteilt. Gläubige, Anhänger von Jesus Christus, die gläubig geworden sind in dem Trübsal, werden dann Stellenwert bekommen. Die anderen werden dann zuerst später nach den 1000 Jahren auferstehen. Und er sagt, diejenigen, die am Anfang auferstanden sind, dies ist die erste Auferstehung. Wir werden sehen, es gibt eine zweite Auferstehung und er wird noch kurz, wird er das, als wir dann diese Stelle auspacken, werden wir das sehen. So jetzt zurück zum 1000-jährigen Reich. Vers 6 beginnt, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regierten 1000 Jahre. Die Betonung hier, glückselig und heilig. Glücklich und das Wort heilig kann in verschiedene Wege verstanden werden. Heilig in dem Sein komplett gerecht, ohne Sünde. Es kann auch so gewidmet. Wenn ein Gebäude dann geheiligt wurde oder gewidmet wird, eingeweiht, es ist dann speziell für einen Zweck. Etwas, das geheiligt wurde, biblisch gesehen, ist etwas, das abgesondert wurde und ist nur für einen Zweck. Glücklich und gewidmet. Die Personen, die wirklich Jesus nachfolgen, werden so deklariert, sie sind wirklich so ein Zweck. Die existieren für ihren Schöpfer, ihren Retter. Und ich sagte, und das auch führt zum Punkt, dass die auch glücklich sind. Glückselig und gewidmet. Sind nicht Widersprüche, zwei verschiedene Sachen, sie sind ein und das Gleiche. Und die werden Anteil haben an dieser ersten Auferstehung. Und er geht weiter und erklärt das noch ein bisschen tiefer. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Eine physische Tod, erste Tod. Aber wir haben schon in den letzten Wochen gesagt, Tod ist biblisch zu verstehen als Trennung.
wie wenn ein Pflanzen von den Wurzeln getrennt wird, dann entsteht, was wir verstehen unter biologischen Tod. Und es wird langsam, wird es dann vergammeln, wenn wir nicht schnell genug drauf gehen. Automatisch geschieht das. Das ist diese Trennung von den Wurzeln. Und für einen Mensch ist das, wenn wir von Gott getrennt sind, dass wir deklariert als tot. Erster Tod ist dieser physische Tod, biologische Trennung vom physischen Leib. Aber der zweite Aspekt ist dann, zweiter Tod ist, wenn wir ewig, nicht nur jetzt, aber ewig dann von Gott getrennt sind. Sehen wir, als wir das weitergehen. So auf jeden Fall sagte, die Personen werden das nicht mehr haben. Die werden eine Trennung von Gott nie wieder erleben. Deswegen gibt es keinen zweiten Tod. Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zu Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Hier ist ein besonderer Aspekt, das Gott uns dann beibringen möchte. Und folgendes, er am Ende von ihm wird Satan losgelassen. Und wir würden denken, aber er ist so gefährlich, warum wird er losgelassen? Weil in uns ist irgendwie dieser Gedanke, wenn jemand eine zweite Chance hat, wird er natürlich dann umkehren, er wird jetzt Gott lieben. Satan wird losgelassen, liebt er Gott, wird er jetzt sagen, ich bete dich an. Im Gegenteil, er geht noch weiter fortsetzen, ich hasse Gott und ich möchte alles, was in mir ist, benutzen, um zu widerstehen, dass er der Chef und Boss ist. So er wird dann nochmal, so die Frage ist, wenn alle, die einzigen, die in dem tausendjährigen Reich hineingehen, sind die Gläubigen, die Auferstandenen, die Braut Christi. Wie ist das so, dass sie verführt werden können? In dem tausendjährigen Reich werden diese nochmal Kinder erzeugen können, die von dem Trübsal ins tausendjährige Reich sind noch nicht ein verherrlichter Leib. Sie können dann auch fortpflanzen, sie können auch dann Familie haben und die werden Kinder haben und Enkelkinder und es vermehrt sich. Und die müssen auch eine Entscheidung für Jesus. Es gibt keine Enkelkinder für Gott. Entweder sind wir Kinder, aber es wird nicht geerbt. Es wird nicht automatisch einfach, ja, meine Großmutter war sehr gläubig und automatisch bin ich gläubig. Zwar die Auseinandersetzung, die die Pharisäer mit Jesus hatte, die haben immer wieder gesagt, aber wir sind Kinder Abrahams. Ja, ihr seid wirklich in dem Stammbaum Abrahams. Aber eine persönliche Beziehung mit Gott. Wir sollen uns nicht irren, zu denken, automatisch ist dabei, weil ich dann irgendwie ein Kreuz in dem Schulzimmer hatte, dann in meiner ganzen Kindheit. Und das macht mich zu Christ. Diese können nochmal verführt werden. Er bekommt eine zweite Chance. Wir sehen, auch wenn wir eine zweite Chance bekämen, würden wir das nicht nützen. So, am Ende von dieser Zeit wird nochmal ein Widerstand aufgebaut. Vers 9 und 10. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umbringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So hier wird Gott nochmal ein Endsieg geben. In dieser letzten Vorrunde, dann wird es auch zu einem Punkt kommen, wo Ende vom Widerstand. Und diejenigen, die sagen, ich möchte mit Gott nicht zusammen sein. Gott zwingt sie nicht dazu und er muss einen Platz für sie schaffen, wo er nicht ist. Da Gott Liebe und gut ist und die haben ihn dann aus diesem Ort verbannt,
Da ist nichts Gutes und nichts Liebevolles drin. Wenn er Licht ist, dann ist hier kein Licht. Und sie werden ewig, dann sie haben die Entscheidung getroffen, ich gehe dahin. Gott respektiert, er hat alles in seiner Macht getan, um das zu verhindern. Und lädt dazu ein, das wirklich wahrzunehmen. Aber wenn jemand sagt, ich will nicht mit dir zusammen sein, auf gar keinen Fall möchte ich dich anbeten und das wirklich einordnen, dass du der Allergrößte bist. Dann er sagt, es gibt einen Ort für jemanden, wo ich nicht dabei bin. Und Gott hat, ich möchte behaupten, in seiner Liebe einen Platz geschaffen, wo er nicht ist, weil das ihr Wunsch ist. Und das ist natürlich auch ein furchtbarer Platz mit Qual. Die werden gepeinigt, gefoltert. Und du sagst, muss das sein? Wenn Gott nicht da ist, welche Alternativen haben wir? Es kann keine Liebe, die haben ihn verbannt. Haben gesagt, bleib aus meinem Leben. Sei vorsichtig, wofür wir uns wünschen. Auf jeden Fall wird Satan und die Verführung wird auch dann hier deutlich verbannt. Vers 11 sagt uns noch ein anderer Aspekt dazu. Und ich sah einen großen weißen Thron. Jetzt kommt das Gericht. Dieses Endgericht ist jetzt hier angeschnitten. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der drauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. So hier bei diesem Endgericht geht es darum, ob jemand im Buch des Lebens geschrieben ist, durch die Einladung und Gnade von Jesus Christus. Matthäus 25 geht das an, sagt, am Ende werden die Schafe vom Ziegen und die von den Böcken dann getrennt. Und hier ist das Endgericht. So am Ende von diesem Millennium, dann hier ist dieses Endgericht. Und es ist dann jetzt eigentlich aus und vorbei. Vers 14 und 15, hier ist, wo es letztendlich landet. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Diese ewige Trennung von Gott wird aus zweiter Tod, wo jemand sagt, ich will immer noch nicht mit dir zusammen sein. Dann respektiere ich das und das wird auch dann so entschieden. Schade, aber es ist so, dass wir so bleiben in Trennung. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. So am Ende von diesem Gericht geht es letztendlich dazu, dass es vollstreckt wird. So an diesem Ort, wo Gott nicht ist und Gottes Güte und Gottes Liebe ist nicht vorhanden. Ihr Wünsche werden in Erfüllung gehen. Und dann, jetzt gehen wir in die Finale, das Kapitel 21. So hier haben wir jetzt einen neuen Aspekt, was am Ende von aller Zeit, dem Zeitalter, aber es geht weiter, auch zu unserer Überraschung. Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Ich werde nicht alle Aspekte von diesem eingehen können. Auf jeden Fall ist es so, dass es dann Petrus sagt, mit Feuer wird es aufgelöst, als ob die Atome, diese Klebekraft, was sie zusammenhält, wird losgelöst und dann fliegen die einfach auseinander und es wird mit Feuer verbrannt und aufgelöst. Und jetzt gibt es einen neuen Himmel, neue Erde. Na, Wolf, vielleicht ist es hilfreich zu verstehen, wenn wir sagen Himmel im Neuen Testament, es gibt drei verschiedene Kategorien. Einmal ein Himmel, wo Vögel fliegen, wo Luftballons schweben, wenn wir die nicht festhalten. Und dann gibt es dann einen Himmel,
wo Sterne und Planeten und dann dritter Himmel ist dann, wo Gott dann zu bezeichnen ist. Und hier sagt es dann, dieser Schöpfungsteil, Erde und Himmel, ich gehe davon aus, Atmosphäre wird komplett gereinigt werden und unsere Probleme mit unserem Planeten werden dann damit ein Neustart, ein Reboot dann gemacht werden. So neuer Himmel, neue Erde. Und erste ist weg. Einige andere Aspekte sagte, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. So nämlich dann Himmel wird beschrieben, da wo Gott, Jesus sagte, ich gehe und bereite einen Platz für euch. Jetzt wird es Himmel auf Erden geben. Es wird jetzt dann eins, das heißt, wir werden nicht einfach das, was wir jetzt kapieren, verstehen. Es wird eine globale Himmel-Erde gemeinsam sein. Und es wird wunderschön sein. So wenn wir denken, bei einer Hochzeit, wie hübsch wird eine Braut dann eingeführt und wie herrlich. Es gibt keine hässliche Damen als Braut begleitet. Und sagte, es ist Himmelerde, stelle vor, das Beste, was wir uns vorstellen können. Und so war es, Johannes versucht, uns das zu beschreiben. Vers 3 führte fort, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. So wie gesagt, Himmel auf Erden, Himmel, Erde zusammen, Gottes Volk ist mit ihm zusammen. Eins und nah. So das ist jetzt nach diesem Trübsal kommt Millennium, jetzt Ewigkeit, wo wir eingehen, immer zusammen sein in Gottes Nähe. Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen und ihre Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leiden noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich bin nicht so ganz schlüssig, was das heißt, wenn es heißt, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Heißt das, dass es keine Tränen mehr gibt? Wenn es keine Tränen mehr gibt, dann wie kann Gott sie abwischen? Oder heißt das, abwischen heißt, die Möglichkeit gibt es nicht mehr. Freudentränen kann es auf jeden Fall sein, persönliche Gedanke, aber Leid und emotionaler Zusammenbruch gibt es anscheinend nicht. Kein Leiden, kein Geschrei, kein Schmerz wird es mehr sein. Alles ist neu. Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wird es nicht toll sein, Klamotten kaufen zu können, zu besitzen, und die werden nie alt. Alles ist neu. Entropie ist abgeschafft worden. Das heißt, dass wir etwas bekommen und dann innerhalb Minuten oder Stunden, Tagen oder Jahren vor allem, dass es dann ziemlich wertlos ist. Er sagte, es ist neu, Entropie ist ab. Ich gehe davon aus, wir müssen unsere Häuser nie wieder streichen, nie wieder neu tapezieren, nur weil sie alt und altmodisch sind. Das heißt, der Stil ist nicht unbedingt, dass es sich so verändert, dass wir sagen, ach, ich kann nicht mehr das sehen. Und weiter dann für diese Finale, dann sagte er, und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Der himmlische Vater und Jesus Christus sind eigentlich dann unsere Tempel. Wir sind so nah aneinander, dass wir haben nicht unbedingt das nötig, ein Ort zu haben, wo wir hingehen und sagen, ich besinne dich und betrachte dich. Wir werden ihn sehen. Das ist dann Tempel. Das ist jetzt, wo wir endlich alle Ewigkeit
gemeinsam mit ihm sein werden. Gerade im Moment ist einfach Gänsehaut und die emotionale Gedanken hier packen mich zutiefst. Vers 26. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Alle Straßen, alle Wege von weltweit führen zu Gottes Nähe. Und das Beste aus allen Bereichen. Personen, also auch Dinge werden dann auch dann gebracht. Es wird ständig eine Gesellschaft sein dürfen in seiner Nähe. Menschen haben Zugang zu ihm und werden nur das Beste zu ihm bringen. Welcher Gedanke ist das für uns allgemein? Millennium und dann gleich neue Erde, neuer Himmel und Ewigkeit in seiner Nähe. In Offenbarung 22, jetzt ganz kurz angeschnitten, gehen wir das kurz ein. Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. So von ihm fließendes, lebensschenkendes Wasser. In der Mitte zwischen ihren Straßen und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Bäumes dienen zur Heilung der Völker. Jetzt müsste ich ein bisschen aufholen, zurückgehen. Ihr werdet sehen, wie rund denn die gesamte Geschichte Gottes ist, die er erzählt. Als er ein Paradies erschaffen hat und Adam und Eva sagt, es gibt nur jetzt eine Regel, es gibt zwei Bäume, davon ihr nicht essen dürft. Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen und zweitens, ihr dürft nicht vom Baum des Lebens essen. Eigentlich der Baum vom Erkenntnis vom Guten und Bösen, das war eigentlich das Hauptziel. Und das ist genau, wo Satan sie verführte und versuchte, davon aßen sie. Und zwar in 1. Mose 3 wird es dann gesehen, dass sie es getan haben. Und das Problem ist, weil der Baum des Lebens, die sind jetzt im Sünde gefallen. Und wenn sie jetzt vom Baum des Lebens essen, in dem Zustand sind die ewig in diesem Zustand vom Sündenfall. So Gott in seiner Liebe und Gnade sagt in 1. Mose 3, Vers 24, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott hat uns eigentlich aus Paradies verbannt, damit wir nicht in ein Problem kommen. Wir essen vom Baum des Lebens und sind ewig in der Lage vom Sündenfall, stehen unter diesem Fluch. So, das ist wie Ruhm der Bibel ist, der sagt, jetzt kommen wir zum Punkt, das Baum des Lebens und wir dürfen davon essen, weil es Ewigkeit geben wird. Vers 3 von Offenbarung 22, und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Dienen ist auch ein Wort, wo wir auch sagen könnten, anbeten. Kein Fluch mehr geben, kein Tod, kein Geschrei, kein Qualm. Einfach seine Nähe genießen. So hier haben wir Gottes Geschichte, wo er sagt, ich möchte mich offenbaren. Die Schöpfung hat sich rebelliert. Sie brauchen eine Errettung, eine Sündenvergebung. Deswegen schicke ich meinen Sohn, der sündenfrei ist und an ihrer Stelle sterben wird. Und ich werde auch den Heiligen Geist schicken, der ihnen da zu Jesus Christus zieht, dass sie jetzt die Errettung haben können. Dann gibt es eine Heiligung, Fortsetzung, eine Gemeinde, wo dieses Wort hervorgeht und auch wo Menschen reif werden können. Und dann gibt es Insight, wo er geht zurück zum Anfang und sagt, und das, was ich am Anfang gemeint habe, wird jetzt realisiert. Ich hoffe, dass du schon ernst mit Jesus gemacht hast und dass du jetzt dabei bist. Wenn nicht, ich lade dich wirklich dazu ein, zu sagen, Jesus Christus, ich weiß, ich bin getrennt, ich bin so in mir selber enttäuscht.
das, was ich gut machen möchte, tue ich immer wieder nicht. Deswegen brauche ich deine Vergebung. Und du hast das alles für mich gemacht. Am Kreuz bist du gegangen, bist dafür gestorben, aber du bist auferstanden. Die Bestätigung einfach von deiner Person nehme ich in dieser Auferstehungskraft wahr und ich möchte dir folgen. Such ihn. Ich lade dich ein, wirklich ein Anfang, erster Schritt mit ihm zu machen. Du wirst sehen, seine Liebe enttäuscht nicht. Die alte Geschichte wird erzählt vom Pastor in der alten Gemeinde, wo sie immer wieder Mahlzeiten gemeinsam hatten, so ähnlich wie unsere Bistro hier. Und der Pastor wurde am Ende von einem servierten Mahlzeit, wurde er dann sagen, es kommt noch etwas Besseres, so würdest du bitte dein Gabel haben, es gibt jetzt Dessert. Er besucht eines Tages eine Frau, die ernsthaft krank war und fragte sie, dann gibt es etwas, das ich für dich machen kann oder wie geht es weiter? Sie sagte, ja, die Ärzte sagen, ich werde das nicht überleben, so ich habe schon Wünsche. Würden Sie bitte meine Beerdigung halten? Ja, das kann ich machen, das wäre mir eine Ehre. Und dazu, ich möchte vergraben werden mit einem Gabel. Er perplex sagt, das ist schon erstmalig für mich, dass jemand mit einem Gabel in der Hand. Aber erklären Sie mir das, was haben Sie damit gemeint, wenn Sie sagen, Sie möchten mit einem Gabel? Ja, ich habe es gelernt, behalten Sie den Gabel, denn es kommt noch Besseres. Das ist für uns die Verheißung. Wir freuen uns auf Jesus, auf Gott, egal in welcher Form das und wo das ist, wie das ist Himmel auf Erde für uns. Es ist nicht ein Ort, es ist eine Person, die uns wichtig ist. Aber es kommt noch Besseres für uns. Und die Bibel sagt, das ist ein Basic, das ist unsere Hoffnung. Beten wir zusammen. Jesus, wenn wir eigentlich diesen Plan betrachten, ausgefaltet, vom Anfang bis zum Ende, was alles für uns gemacht wurde, dann ist es für uns nicht ein Aspekt, wo wir sagen, dass es ist wirklich ein Zufall. Wir sehen, mit welcher Sorgfalt deine Liebe ausgepackt wird. Deswegen haben wir keine andere Alternative, als zu sagen, wir beten dich an. Wir danken dir vom Herzen. Wir bekennen, du bist der König aller Könige und wir warten auf diese Zeit, wo alle bekennen, dass du das bist und du hast rechtlich verdient zu sagen, du bist der allergrößte König. Aber jetzt beugen wir uns mit unseren Herzen und sagen, unser Verlangen ist nach deinem Reich. Wir hören deine Stimme und folgen dir jetzt nach. Wir sind bereit. Halten fest, einfach, dass es etwas Besseres gibt. Ich danke dir, dass du uns dann wirklich schnuppern lässt, zu sehen, was sein kann. Wir träumen davon, einfach mit dir zu sein. Überrasche uns, aber wir erlauben dir, wirklich allergrößter König zu sein. Segne dein Wort, segne uns als Gemeinde und Einzelnen, die jetzt heute dich anschließen. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.